im Meisterschaftsspiel zwischen dem USC Eugendorf und dem UFC Sitznem zunächst einmal ein schöner Aktion der Gastgeber. Schuss! Neuer Pass und Tor! 1:0. Christoph Kobleder bringt den Gastgeber verdient mit 1:0 in Führung und lässt Günther Heimdecker im Tor der Gäste keine Abschluss. Und es sollte so weitergehen. Wieder ein schöner Schuss. Und da! Da ist das 2:0. Erneut war Christoph Kobleder erfolgreich und er erhöhte auf 2:0 für die Gastgeber. Das 3:0 resultiert aus einem Freistoßschuss-Tor. Dieses Mal konnte sich Thomas Niedermüller in die Torschützenliste eintragen. Und dieses 3:0 war auch der Zwischenstand nach 45 Minuten und das absolut verdient. In der zweiten Halbzeit zunächst ein Eckball. Passt mit dem Tor. Dieses Mal konnte sich Hannes Einzelsberger zum 4:0 eintragen. Und wir sehen hier natürlich einen entsprechenden Torjubel. Das 5:0 erfolgte aus einer schönen Aktion. Läuft auf das Tor zu. Schuss! Tor! 5:0. Christoph Kläuber war der Torschütze. Wobei zu sagen ist, dass es aus Sicht eines Torhüters wichtig wäre, herauszugehen und dem Schützen die Chance zu nehmen. Der Georg Seidel machte das halbe Dutzend voll. Ah! Pass! Tor! 2:0. Wobei allerdings aus meiner Sicht das eher ein Eigentor war. Den Gästen gelang es, in der Nachspielzeit noch den Ehrentreffer zu erzielen. Konter über die rechte Seite, Schuss, Tor zum 6:1 durch Silvia Kendelbacher. Aber dieser Ehrentreffer sollte nichts mehr am Sieg der Gastgeber, der auch in dieser Höhe in Ordnung ging.